Von meiner Seite erstmal herzlich willkommen zum Forum Big Data und Data Analytics. Ich bin Julia Bösthoff, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Fraunhofer IEM in Paderborn und werde jetzt in kurz eine Einführung in das Forum geben. Vorweg noch ein paar organisatorische und technische Hinweise von meiner Seite. Ich würde Sie bitten, falls noch nicht geschehen, Ihr Mikrofon auf stumm zu schalten und auch die Kamera zu deaktivieren, damit wir keine Probleme bekommen mit der Übertragung. Was auch noch hilfreich sein kann, ist, wenn Sie während der Präsentation auf den Vollbildmodus wechseln, dann sehen Sie zum einen die Präsentation und zum anderen sollten Sie auch den aktuellen Referenten sehen können. Genau, dann würde ich einleitend gerne noch ein paar Sätze zur Agenda und zu dem Forum heute teilen. Ich weiß nicht, ob die Aufnahme, doch, das funktioniert. Genau, wir starten mit einem Impulsvortrag aus der Forschung. Da wird mein Kollege Herr von Enzberg einen Einblick geben in Big Data in der Produktion. Dann werden wir als nächstes einen Einblick von Herrn Windemeyer von ProWirtschaft GT erhalten, als Vertreter der Wirtschaftsförderer, die oft diese Zusammenkunft zwischen Unternehmen und Forschung auch herstellen. Danach hören wir die Perspektive des Mittelstandes auf das Thema Big Data und Data Analytics. Dieser wird heute von der Firma Willig repräsentiert. Und da freuen wir uns auf spannende Einblicke aus der Perspektive. Danach werde ich dann das Projekt vorstellen, welches dann entstanden ist im Rahmen von digitalen NRW und werde da die zentralen Schritte und Ergebnisse kurz darlegen. Abschließend werden wir unser Forum dann heute mit einer Diskussionsrunde, die dann mein Kollege Markus Schmidt von digitalen NRW moderiert. Das zur Einleitung für das Forum und damit würde ich dann auch direkt an den Kollegen Herrn von Enzberg übergeben für den Impulsvortrag. Ja, vielen Dank. Ja, mein Name ist Sebastian von Enzberg. Ich leite die Gruppe Industrial Analytics am Fraunhofer IEM und wir haben die Möglichkeit, eben spannende Projekte vor allem auch mit mittelständischen Unternehmen hier in der Region durchführen zu können. Aber eben auch die Möglichkeit, in größeren Forschungsprojekten und Konsortien Big Data zu erforschen und zu erproben und die Erkenntnisse dann eben auch zu transferieren. Ich möchte daher gar nicht so in Details von Algorithmen heute eingehen, sondern mehr einen Überblick schaffen, wie unsere Herangehensweise an die Umsetzung von Big Data Projekten ist. Und habe dafür ein Projekt mal beispielhaft mitgebracht. Das ist das Projekt Boost 4.0, Big Data for Factories. Das ist eine der größten Big Data-Initiativen in Europa. Das heißt, es sind auch aus 16 Ländern in ganz Europa dort Unternehmen, Forschungseinrichtungen und so weiter involviert. Und Ziel dieses Projektes ist es, Big Data-Ansätze zu validieren in der Fertigung. Und das sind insgesamt 10 Leuchtturmfabriken, die zu verschiedenen Themen aufgebaut werden. Verschiedene Themen, das kann sein, beispielsweise Serviceprozesse digitalisiert werden, dass Entwicklungsprozesse digitalisiert und optimiert werden. Und wir haben uns in unserer Pilotfabrik das Thema Smart Maintenance, also die Instandhaltungsprozesse, angeschaut. Diese Pilotfabrik wurde beim Partner Bentler Automotive in Paderborn durchgeführt. Wir sind als Teilkonsortium des großen Buskonsortiums eben Bentler, das Fraunhofer IEM, Atlantis Engineering, ein Technologielieferant aus Griechenland, sowie EZOWL, das Spitzencluster, was vor allem auch für die weiteren Transferaktivitäten Teil dieser Pilotfabrik ist. Wir schauen uns hier eben das Werk an der Talle an, die Warmumformung von Karosserieteilen. Das heißt, Bentler ist hier Zulieferer für die Automobilindustrie. Dort werden Blechteile warm umgeformt und insbesondere Strukturteile für die Automobilindustrie gefertigt. Das ist eine relativ aufwendige Instandhaltung, die dahinter steckt, weil wir ein Fertigungssystem aus vielen Teilprozessen haben, die alle sehr spezifische eigene Eigenschaften haben. Das werden wir gleich auch nochmal im Detail sehen, welches Domänenwissen jeweils hinter einzelnen fertigen Schritten stehen kann.
Wir haben uns für die Pilotfabrik das Ziel gesetzt, Ausfälle dieser einzelnen Teilsysteme vorhersagen zu können. Und das ist in diesem Tablet einmal dargestellt, ein Gesundheitsmonitor, ein Gesundheitszustand von den einzelnen Teilsystemen möglichst einfach verständlich an Shopfloor-Level darstellen zu können. Das Ganze gekoppelt mit Handlungsempfehlungen. Dazu bedarf es natürlich einerseits Prädiktionsalgorithmen, also Prädiktionsverfahren, die diese Vorhersage eben aufgrund von Daten durchführen können. Wir haben uns aber auch im Laufe des Projektes festgestellt, dass wir uns über die eigentlichen Prädiktionsalgorithmen hinaus noch viele weitere Fragen stellen müssen. Und zwar im ersten Schritt, welche Datenquellen eigentlich relevant sind. Denn das werden wir auch gleich sehen, wir haben wirklich eine sehr große Big Data Infrastruktur hier aufgebaut mit mehreren tausenden Signalen. Das heißt, aus diesen tausend Signalen müssen erstmal die relevanten Datenquellen identifiziert werden. Die Infrastruktur dafür muss natürlich dann auch entsprechend ausgelegt werden. Und wenn man nun zahlreiche Maschinen angebunden hat, stellt sich auch die Frage, welche Use Cases denn umgesetzt werden sollen. Potenziell also eine komplette Fertigung digitalisiert ist, vorhanden ist. Welchen Teilaspekt wollen wir uns da genauer anschauen, Use Case dafür umsetzen. Und natürlich auch den Ausblick dann, wie will Benteler künftig die Umsetzung von Data Analytics angehen. Heißt, wenn jetzt ein Use Case erfolgreich umgesetzt wurde, wie kann der beispielsweise in andere Werke transferiert werden oder auch auf andere Maschinen ausgeweitet werden? Wir sehen also diese ganzen Aspekte, die man abstrakt auch in vier Schichten beschreiben kann. Das ist also, wie man aus der ersten Frage auch schon erkennen konnte, der Anwendungsbezug. Also man muss den Bezug zur Anwendungsdomäne haben. Damit ist eine Potenzialdomänenanalyse verbunden. Man muss sich eben dann die Datenquellen, also die einzelnen Maschinendaten, aber auch Prozessdaten, Betriebsdaten und so weiter anschauen und verstehen, in welchem Zusammenhang diese zueinander stehen. Wir müssen uns die Dateninfrastruktur anschauen. Das ist zum einen die Architektur, wie Daten gespeichert und verarbeitet werden, aber dann auch ganz konkret, wie läuft die Akquise, wie läuft eine Datenfusion und wie sind die einzelnen Vorverarbeitungsschritte. Und letzten Endes dann die eigentliche Data Analytics, also beispielsweise die Vorhersage, ein Vorhersagemodell zur Vorhersage eines Maschinenausfalls. Man sieht ja auch an den prozentualen Angaben eine grobe Abschätzung, wie viel Aufwand hinter diesen einzelnen Schichten steckt. Man sieht ja auch ganz gut, dass Data Analytics an sich einen Teil natürlich darstellt, aber auch viele Aufwände in diesen anderen Schichten drinnen stehen und deshalb auch beachtet werden sollen. Deshalb möchte ich auf diese einzelnen Schichten jetzt ganz kurz auch nochmal eingehen und will damit starten, in dieser ersten Schicht der Anwendungsfallschicht. Der Anwendungsfall, den wir uns bei Benteler eben angeschaut haben, die Fertigung von Strukturteilen für die Automobilindustrie, besteht aus verschiedenen Teilsystemen, die auch aus verschiedenen Anwendungsdomänen entspringen. Also beispielsweise haben wir eine hydraulische Presse, wo wir Interviews geführt haben mit Hydraulikexperten, die Hydraulik-Schaltbilder uns gezeigt haben. Wir haben mit elektronischen Systemen zu tun, wo wir auch elektronische Schaltpläne bekommen haben. Letzten Endes müssen wir uns auch mit der Mechanik auseinandersetzen. Also sehr viele Teilaspekte, sehr viel verschiedenes Spezialwissen, was eben zusammengebracht werden muss. Wir haben uns dann eben dafür entschlossen, in Form aufzubereiten. Das sieht man hier beispielsweise mal für ein Schrottband. Das ist also ein Förderband, wo Ausschuss abtransportiert wird. Das haben wir eben nicht mechanisch präzise abgebildet, sondern sehr schematisch. Was es uns aber ermöglichte, mit verschiedenen Stakeholdern gemeinsam dieses System, das mechanische System, aber auch das elektrische System, was daran angeschlossen ist, zu verstehen und auch genau zu verstehen, wo entstehen Fehler, beispielsweise mit diesem roten Punkt hier markiert und durch welche Datenpunkte können wir diese Fehler eigentlich identifizieren. Und man kann das mit so einer einfachen Beschreibungsweise relativ einfach nachvollziehen. Beispielsweise ist ein Ausfall dieses Schrottbandes identifizierbar ist über den Elektromotor und ganz konkret über den Datenpunkt Stromstärke des Elektromotors. Das ermöglicht es uns also, das Domänenverständnis einerseits aufzubauen und gleichzeitig aber auch den Bezug zu den Datenquellen aufzubauen. Diese Datenquellen wurden jetzt ganz konkret im Werk an der Talle in Paderborn bei Benteler für mehrere Fertigungslinien
und sämtliche Maschinen und Maschinensteuerung angebunden. Wir haben es also mit mehreren tausend, also inzwischen sind es schon deutlich über 2000 Signalen zu tun, die in relativ kurzen Abtastintervallen auch aufgenommen werden, haben dort also wirklich täglich mehrere Millionen von Datenpunkten und insgesamt auch 3 Jahre an historischen Daten hier verfügbar. Neben diesen strukturierten Datenquellen, also Maschinendaten, haben wir es aber auch noch mit weiteren nicht strukturierten Datenquellen zu tun. Das Ganze ist aber auch in anderen Werken verfügbar. Also es wurde inzwischen auch schon auf an die 50 weitere Werke innerhalb des Bentler-Konzerns ausgerollt. Und das Besondere der Big Data-Plattform ist es hier, dass wir eine zentrale Big Data-Plattform haben, die werksübergreifend ist und den Zugriff auf sämtliche Datenquellen sämtlicher Werke in dieser zentralen Smart-Maintenance-Plattform ermöglicht. Neben der Datenverfügbarkeit haben wir hier auch Tools zur Visualisierung verfügbar und auch Module zur Anomalie- und Fehlerdetektion. Die können jetzt auch einfach auf sämtliche Datenquellen und auch auf sämtliche Werke angewendet werden. Um auf die nächste Ebene zu kommen, die eigentliche Datenanalyse, möchte ich ein paar Aspekte erwähnen. Zum einen, die Analytics-Ansätze, die wir verwendet haben, sind vor allem Ansätze aus dem Bereich Anomaliedetektion. Anomaliedetektion ist eine Reihe von Verfahren, die man genau dann anwenden kann, wenn wir eigentlich wenig über die Fehlerfälle wissen. Das ist in der Produktion häufig der Fall, weil Fehler sehr selten auftreten. Wir also im Normalfall eine kontinuierliche Produktion haben. Dadurch modellieren diese Ansätze das Normalverhalten und signalisieren dann eben eine Abweichung von dem Normalverhalten. Es wird also kein explizites Fehlerwissen abgebildet, sondern das Normalverhalten abgebildet. Das ist, wenn du einen mal weiterklickst, Julia, danke, auch mal hier exemplarisch dargestellt für den Stromverlauf. Das kann ein einfaches, schwellwertbasiertes Verfahren sein. Hier wurde es abstandsbasiert mit dem MCOT-Verfahren, mit einem Outlier-Detection-Verfahren festgestellt, welche Punkte als Ausreißer zu identifizieren sind. Was wir insbesondere bei dem Schrottband auch festgestellt haben, dass es keine sehr aufwendige Hightech-Analytics-Lösung ist, sondern bereits einfache Lösungen, schwellwertbasierte Lösungen schon einen großen Erfolg zeigen können. Ganz konkret konnten wir hier das Auftreten oder den Ausfall des Schrottbandes deutlich reduzieren. Also das ist ein Vorfall, der sonst monatlich passiert ist, wo wir jetzt nur noch einmal jährlich in diesem Zeitraum Ausfälle diktieren oder tatsächlich Ausfälle aufgetreten sind, weil diese eben vorzeitig diktiert werden konnten. An komplexeren Beispielen, beispielsweise an Hydraulikpresse, konnten wir dann auch gut feststellen, dass wenn solche einfachen Analyseverfahren nicht möglich sind, dass es vor allem nützlich ist, Expertenwissen explizit einzubauen. Hier am Beispiel der Hydraulikpresse, wo Expertenwissen über den Ölstand und den Zusammenhang zwischen Ölstand und Ölstandstabilisierung und einem Ausfall der Presse eben unheimlich wichtig war, um das korrekt modellieren zu können. Diese Analytics-Ansätze haben wir dann zuletzt auch wieder in den Prozess zurückgeführt. Das sieht man einmal ganz konkret auf der rechten Seite mit Dashboards, die wirklich auf dem Shopfloor-Level aufgestellt wurden, die so den Instandhaltungsmitarbeitern, aber auch den Shopfloor-Mitarbeitern in Summe einfach den Überblick gibt über den Gesundheitszustand der einzelnen Maschinen. Wir sehen auf der linken Seite auch, wie die verschiedenen technischen Komponenten, also die Detektionsalgorithmen oder auch Prädiktionsverfahren, Vorhersageverfahren, wie diese auf der Smart-Maintenance-Plattform so kombiniert wurden mit Dashboard-Modulen, dass sie eben in einzelnen Werken auch eine Rückgabe von Ergebnissen ermöglicht hat. Das heißt, Instandhaltungsmitarbeiter können auch sehr wertvolle Informationen zu einzelnen Vorgängen, zu einzelnen Ereignissen in der Datenbasis ergänzen und so eben die verfügbare Datenbasis für die Zukunft verbessern. Wenn das Ganze auch werksübergreifend funktioniert, ist es eben ein sehr großer Nutzen für Bentler. Das war jetzt im Schnelldurchlauf mal diese verschiedenen Ebenen und ich habe das jetzt abschließend noch einmal zusammengefasst, so die Best Practices, die wir mitgenommen haben beim Vorgehen, bei der Entwicklung von Data Analytics-Anwendungen. Das ist auf der Anwendungsfallebene zum einen die Erkenntnis, dass das ganzheitliche Verständnis der verschiedenen Anwendungsdomänen eben relevant ist. Wir haben das gesehen an diesem einfachen Konsens-Blockbild, was eben uns geholfen hat, das Wissen aus dem Unternehmen abstrakt aufzunehmen
Das Ganze auf die Datenanalyse bezogen, müssen diese Ergebnisse eben auch wieder an diesen einzelnen Stakeholder zurückgeführt werden. Das heißt, wie visualisiert man diese Ergebnisse möglichst benutzerfreundlich, sodass ja zum einen natürlich die Akzeptanz da ist, weil Stakeholder direkt mit einbezogen wurden in die Entwicklung, aber am Ende auch diese Ergebnisse sofort sehen können. Also einfach visualisiert bekommen, was für Nutzen hier rausgezogen werden kann. Diese Lösungsbausteine konnten dann auch transferiert werden. Das heißt, eine Datenanalyse, eine Vorhersage kann auch einfach von einem Werk auf ein anderes Werk übertragen werden. Das Ganze wird dann auch noch gestützt durch Dateninfrastruktur. Also wir haben diese zentrale Infrastruktur und wir haben vor allem eine Containerisierung von einzelnen Umsetzungselementen. Das ermöglicht es relativ einfach, solche Container von einem Werk auf ein anderes Werk zu übertragen oder von einer Umgebung auf eine andere Umgebung zu übertragen und die Erkenntnisse somit auch wieder zu verwenden. Und letzten Endes auf der Ebene der Datenquellen haben wir auch verschiedene Art von Modellen gesehen. Das werden wir auch gleich in einem Beispiel bei Willig sehen, wo wir auch solche Methoden angewendet haben, die uns im Projektverlauf dann eben auch sehr gut helfen, diese Datenanalyse eben zielgerichtet durchführen zu können. So viel mein Einblick zu diesem Forschungsprojekt und ich glaube, wir sehen jetzt im Nachfolgenden ganz gut, wie man auch diese Ansätze im Mittelstand gut und zielgerichtet weiterverwenden kann. Und genau, das haben wir eben bei Willig gemacht, aber bevor wir zu Willig kommen, möchte ich einmal noch an Herrn Winnemeier übergeben, über den der Kontakt auch zu Willig entstanden ist. Vielen Dank, Sebastian. Ich nehme den Ball gerne auf. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Matthias Findemeier von der ProWirtschaft GT, Wirtschaftsförderung Kreis Gütersloh. Bin dort Prokurist und darf mich in Innovations- und Digitalisierungsthemen im positiven Sinne austoben. Und ja, ich wurde ja am Anfang oder wir als Institution als Mittler zwischen Wirtschaft und Wissenschaft tituliert. Und genau das wollen wir und genau das machen wir in unserer Funktion. Wie sieht das nun konkret aus? Im Prinzip kann man das 1:1 übertragen, was da steht, auf das, was heute im Plenum auch schon von unterschiedlichen Personen vorgestellt worden ist. Ich glaube, das, was da oben steht, das wollen wir alle irgendwo. Wir wollen die Innovationsfähigkeit von Unternehmen durch Impulse, Know-how und Netzwerke erhöhen. Da steckt schon eine Menge Informatives drin, wie das Ganze ausgegliedert werden kann. Das sieht man anhand der nächsten drei Schritte. Das ist wiederum super konform zu dem, was Herr Professor Jospenelte im Rahmen von Digital in NRW in 5 Prozessschritten heute schon durchleuchtet hat. Ich habe das mal runtergebrochen für uns, aber im Endeffekt ist es 1:1 das Gleiche auf 3 Bullet Points. Ich bin in meiner Rolle viel unterwegs in der Unternehmenslandschaft, nehme Bedarfe auf, analysiere in partnerschaftlicher Zusammenarbeit, was sind so die nächsten möglichen Schritte, suche nach möglichen passgenauen Unterstützungsmöglichkeiten und dementsprechenden Fördermittelstrukturen, was und wie genau das aussehen kann, das hören wir ja gleich nochmal im Detail, beziehungsweise ist ja heute Nachmittag auch schon ausführlich vorgestellt worden. Und dann landen im Endeffekt solche Themen wie 5G, KI, Machine Learning, additive Fertigung etc. pp. Gerne mal bei mir auf dem Tisch und ich suche dann dementsprechend passgenau nach Unterstützung, die ja gerade in Ostwestfalen-Lippe in diesen Themengebieten noch und nöcher vorhanden ist. Ja, Ziel ist es bei all dem, was wir so tun, und das sieht man ja heute auch wieder, passgenaue Netzwerke zu bilden, die richtigen Leute zu den richtigen Themen zusammenzubringen. Ich selber darf als Mitglied im Transferteam UWL, was ja heute auch schon angeklungen ist, viel unterwegs sein mit genau diesen Themenstellungen, die Herr von Enzberg eben unter anderem vorgestellt hat. Das Problem oder die Herausforderung ist es eben, dass nicht alles immer bekannt ist bei den Unternehmen und das ist dann unsere Rolle vielleicht auch in diesem ganzen Konglomerat, diesen Transfer eben in die Wirtschaft zu leisten. Ja, wie das Ganze dann im Endeffekt bestmöglich in die Anwendung kommt, das werden wir gleich erfahren. Ich habe gleich die gleiche Folie nochmal konkret auf den heutigen Anwendungsfall dabei. Ich würde ganz kurz auf der nächsten Folie, weil da ist eben schon viel von Herrn von Enzberg vorgestellt worden, was so Methodiken angeht. Und das ist jetzt so ein schönes Beispiel, wie unternehmensseitig Bedarf an uns herangetragen worden ist. Wir sind hier bei Datenauswertung, Datenanalyse. Können wir uns nicht gemeinsam in einem Netzwerk, in einer Fachgruppe mit gleichgesinnten Unternehmen aus dem Kreis Gütersloh austauschen? So war der Werdegang und daraus ist die Idee
ich habe das so ganz platt genannt, ran an die Maschine entstanden. Wir haben also einen Erfahrungsaustausch zum operativen Machine Learning in der Produktion gebildet, vor ungefähr, Sebastian, vor 3-4 Monaten war das. Ja, das war der Aufhänger. Und im Prinzip das, was Sebastian eben schon ausführlich vorgestellt hat, ist genau in dieser Erfahrungsaustauschrunde eben auch Bestandteil. Julia, kannst du eine Folie weiterklicken bitte? Und dann wird es nochmal deutlicher. Also wir tauschen uns regelmäßig über diverse Themen des maschinellen Lernens. Das ist erstmal so der Oberbegriff aus. Da steckt aber im Prinzip nichts anderes hinter als Big Data, Data Analytics. Und wir machen das auf der Ebene konkreter Use Cases seitens der Unternehmen, und zwar an der Stelle, wo die gerade stehen. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr fruchtbarer Austausch. Sebastian, du wirst das sehr wahrscheinlich bestätigen. Und wir, wie gesagt, wir treffen uns regelmäßig, tauschen uns aus, momentan virtuell, demnächst hoffentlich wieder in Präsenz. Es ist die klare Botschaft, wir gucken uns immer die konkreten Anknüpfungspunkte oder Erfahrungswerte der Gruppe an und wechseln dann, und das macht ja an der Stelle nur Sinn, immer auch auf die Hochschulwissenschaftsseite. Und da ist eben neben den neuen teilnehmenden Unternehmen momentan die Fachhochschule Bielefeld mit dem Campus Gütersloh, / Center for Applied Data Science und eben, und das passt dann wieder perfekt, Sebastian von Ensberg als Vertreter von, ich sage jetzt mal, Fraunhofer Spitzencluster und Kompetenzzentrum in Personalunion eben dabei. Wir gehen tatsächlich bei dem, was Herr von Ensberg hier eben vorgestellt hat, noch eine Ebene tiefer, sodass jeder sich quasi den Honig dabei raussaugen kann. Aber es ist ein sehr, sehr fruchtbarer Austausch. Genau. Da bin ich schon fast durch, und das ist dann die perfekte Überleitung zum heutigen Forum und zur Wirtschaftsseite. Ich durfte diesen Prozess bei diesem vorliegenden Transferprojekt, ja, ich sag mal ganz salopp, anstoßen und nach wie vor auch begleiten. Wie ist das Ganze vonstatten gegangen? Hier sieht man wieder die 3 Bullet Points. Julia, du kannst durchklicken gerne. Ich war so ganz banal, hatte ich eben schon im ersten Forum gesagt, im Juli 2019, Herr Willig, Sie sind bei uns im Netzwerk. Ich war zu einem Kaffee bei Ihnen, wir haben uns ausgetauscht zu Digitalisierungsthemen, Fördermittelstrukturen, ungefähr 2 Stunden Gespräch, super Austausch, sehr angenehm. Ich habe das dann mitgenommen, was wir besprochen haben. Es waren Ideen von Willig, ich habe aber auch was mitgebracht, und so kommt man dann relativ schnell zusammen. Habe mich dann auf die Suche gemacht nach einem passgenauen Kontakt, bin dann relativ schnell bei Ezovel / beim Fraunhofer in Paderborn gelandet. Und so ist dann im Endeffekt dieses Transferprojekt entstanden. Und da steht da unten an, wenn Ergebnis Doppelpunkt, ich halte die Klappe, es ist die Überleitung zu Herrn Willig. Das so vielleicht zur Einordnung unseres Prozessschrittes. Danke dafür. Ich dann darf ich einfach mal den Ball aufnehmen in dem Moment. Uns beide vorstellen. Du darfst dich einmal so vorstellen. Genau, hallo, mein Name ist Ina Wolf. Ich bin jetzt seit 2 Jahren bei der Firma Willig als Assistenz der Geschäftsleitung. Und ja, ich habe dieses Projekt direkt mit dem ersten Treffen begleitet. Und ja, von der Prozessanalyse bis hin zu Fragen, die irgendwie zu unseren Daten auftraten, war ich immer dabei. Genau. Ja, mein Name ist Volker Willig, ich bin Eigentümer und Geschäftsführer dieses Unternehmens oder vielleicht auch einer Unternehmensgruppe, die in Belgien auch ihren Standort hat und den Versmold hier im schönen Ostwestfalen, an der Grenze zum Münsterland, wie man das so schön definiert. Und wir sind hier ein relativ kleines Unternehmen, wir sind 22 Mitarbeiter, ein paar Kennzahlen haben wir hier mal dargestellt. Wir sind strukturell ein ganz einfacher Lebensmittelproduktionsbetrieb. Wir haben, ja, wie gesagt, 22 Mitarbeiter. Wir verkaufen unsere Produkte in 26 Länder und sind irgendwann hergegangen und haben an der Stelle den Kontakt zur Wirtschaftsförderung des Kreises Gütersloh gesucht. Letztendlich war es so, dass wir im Jahr 2019, da fing das dann so ein bisschen an, dass das digitale Jahr 2020 ausgerufen wurde. Wir wurden eigentlich richtig zugeballert mit Mailings, mit Informationen. Es war gar nicht mehr möglich an der Stelle für uns in der Form der Sache eigentlich zu widerstehen oder das noch an die Seite zu legen, weil der Informationsgehalt und eigentlich auch die Art und Weise, wie das für uns aufbereitet war, eigentlich schon recht ansprechend gewesen ist. Das heißt, wir haben dann irgendwann mal den Telefonhörer in die Hand genommen und haben dann einfach mal gesagt, Herr Finnemeier, kommen Sie mal rüber und da ist so viel, was da steht, was könnte denn in irgendeiner Form passen?
Das ist also dann in diesem kurzen Kaffeegespräch von gut 2 Stunden ist es dann dazu gekommen, dass dann halt Herr Finnemeier wirklich unsere Lage als kleines Unternehmen, als kleines mittelständisches Unternehmen tatsächlich aufgenommen hat und weitergeführt hat zu einer, zu den nächsten Ansätzen, an denen man tatsächlich für dieses Unternehmen strukturell wirklich Ansätze finden kann, die entweder gefördert werden oder wo man tatsächlich auch soweit an die Hand genommen wird, dass man sich weiterentwickeln kann. Das heißt, wir haben eigentlich da die Plattform gebildet für das, was dann tatsächlich jetzt hier auch passiert ist und was wir später als Projekt auch darstellen. Es kam relativ kurz danach, kam es dann auch eben zum Besuch durch das Fraunhofer IEM, Herr von Enzberg, der Herr Kühn ist auch da gewesen, dann haben wir unseren Betrieb so ein bisschen gezeigt und der Herr Kühn hat letztlich an der Stelle einfach auch gefragt, Herr Willig, wie sieht das denn aus? Wo sind eigentlich Ihre Schmerzen? Sie haben doch alles. Also wir sind, wenn man das mal so ein bisschen abbildet, wir sind bei uns eine relativ, in langer Tradition in der Erfassung von Sensordaten, von Maschinendaten, von Prozessdaten sind wir eigentlich ein relativ, traditioneller Betrieb. Wir machen das mittlerweile seit 2005. Man sieht hier an der Stelle so ein bisschen die Ebenen an der Stelle, dass man sagt, okay, die Betriebsdatenerfassung, die wir haben, Zeiterfassung, alle diese Elemente, die so ein bisschen in unserer Datenstruktur einfach mal abgebildet sind. Und wir können im MES, in den Maschinen, in den Prozessdaten, können wir tatsächlich auch abbilden, was wir für Wartungsaufwand, was für Reinigungsaufwand, was wir alles haben. Und das schreiben wir letztendlich alles in Datenbanken und nutzen das in der Form, um in der Pflicht, in der wir stehen, als Lebensmittelunternehmer, Rückverfolgbarkeit und den Nachweis für die Prozesssicherheit von unseren Produkten einfach abzubilden. Das alleine hat uns aber an der Stelle nicht gereicht. Ja? Ja, jetzt mal zurück auf die Frage von Herrn Kühn vom IEM, der gesagt hat, wo sind denn Ihre Schmerzen? War eigentlich die Aussage, dass wir gesagt haben, ich habe eine Menge Daten vorliegen, ich kann die aber an der Stelle, ich habe die nicht so strukturiert, dass ich da tatsächlich auch irgendeinen Gewinn für die Zukunft oder für die Möglichkeit für die Zukunft einfach dabei rausbringen kann. Das heißt, wir sind einfach nur, wir haben die so zusammengefügt, dass wir tatsächlich unsere Prozesse beschreiben können und die vielleicht auch nachvollziehen können, aber nicht unbedingt, um da in irgendeiner Form tatsächlich was raus abzuleiten. Ja, eine Prozessoptimierung war also wirklich nur sehr marginal abbildbar. Die wirklichen Auswertungen, die haben wir dann tatsächlich zusammen mit dem Fraunhofer IEM tatsächlich abgebildet. Da können wir mal sehen, was sich dann aus so einer Analyse oder aus von der Auswertung tatsächlich hinterher an Potenzialen ergibt. Das heißt, wir sind dann eigentlich in dem Prozess, haben wir ein relativ schnelles Abbild in einer sehr tiefen Transparenz über unsere Produktionsprozesse und Fertigungsprozesse bekommen, mit allen Schritten zwischendrin, mit den Nicklichkeiten, warum man welche Wege zwischen welchen Produkten geht, die dann auch tatsächlich Einfluss haben auf Planungsparameter, warum wird an welcher Stelle wie geplant, welche Schritte werden zwischendrin gegangen, wie oft wird gereinigt, wie lange wird gereinigt, was hat das für einen Einfluss eigentlich auf die Preisgestaltung für ein Produkt und wie kann man solche Planungselemente eigentlich optimieren. Wir haben dann auch tatsächlich auch die Maschinencharakteristiken dargestellt. Also wir haben wirklich gesagt, das eine ist wirklich eine Multipurpose-Maschine, das eine ist eine sehr spezifische Maschine, wobei wir eigentlich in der Sicht als Produzent ziemlich einfache Mischapparaturen haben. Trotzdem war die in der Auswertung der Datenanalyse, die Sicht auf die Dinge ist eigentlich viel, viel komplexer geworden. Und das heißt, das hat sich daraus ergeben, dass man die Kapazitäten eigentlich ganz anders nochmal aufstricken kann, die man im Betrieb dann hat, über die Anlagen und auch über die Wege und die Prozessparameter, die man dann abbildet. Wir haben, wenn wir das nochmal weitergehen, 2019 war dann das erste Treffen und die Art und Weise, wie wir dann mit dem, es kam nach dem ersten Treffen, hat es eine ganze Zeit lang gedauert und dann haben sie sich gemeldet und haben gesagt, okay, die Art und Weise, wie wir das so ein bisschen gestaltet haben, was dargestellt haben, das wäre ein denkbares Prozess, was eben genau in dem Rahmen, wie Herr Finnemeier uns das vorgestellt hat, tatsächlich auch zum Tragen kommen kann. Was dann ein förderwürdiges Projekt ist, was dann tatsächlich auch durch die professionelle Art des Fraunhofer IEM tatsächlich auch getragen wurde
und auch geführt wurde. Das ist eigentlich die große Herausforderung oder der große Parameter an diesem Projekt, dass wir als kleines Unternehmen mit eigentlich sehr, sehr beschränkten personellen Ressourcen tatsächlich durch dieses Projekt getragen wurden. Wir haben 2020 diese gemeinsame Analyse angefangen. Das war dann erstmal nochmal auch ein Präsenztermin. Wir sind dann wirklich hergegangen und haben in dieser Omega-Analyse, da kommt die Frau Wüsthoff gleich noch drauf, tatsächlich in sehr plakativen, kurzen Varianten unsere Prozesse beschrieben und uns auch wirklich befragt, also die Fragestellung von Frau Wüsthoff und von Herrn von Enzberg war extrem analytisch und wirklich tiefgreifend. Das heißt, man hat sich wirklich schon alleine in diesem Schritt des Projektes tatsächlich befragt, was man da eigentlich macht, viel mehr, als man das eigentlich heute abbildet. Ja, und wir sind dann tatsächlich hergegangen und haben im Laufe dieses Projektes, was gleich noch vorgestellt wird, eigentlich auch schon die Einführung eines neuen Warenwirtschaftssystems vorbereitet. Das haben wir Anfang November haben wir es tatsächlich eingeführt und wir konnten diese gesamten Entscheidungsschritte, die ganzen Prozessanalysen, die Prozessschritte zwischendrin, die konnten wir eigentlich nutzen, die wir eigentlich aus dem Altsystem genommen haben, um das neue System entsprechend auch aufzustricken. Das bedeutet, dass man in dem Moment die gleiche Aussagesicherheit in einem neuen Warenwirtschaftssystem hat für Produkt- und Produktions- und prozessrelevante Schritte. Das ist für einen Lebensmittelunternehmer unheimlich wichtig. Und dass man halt auch die Gestaltung von Schnittstellen, von Entscheidungspunkten im neuen Warenwirtschaftssystem gleich schon strategisch vordefinieren konnte. Das stand alles schon entsprechend auf dem Tisch, das war alles schon vorgegeben. Damit hat uns das eigentlich die Sache an verschiedenen Stellen wirklich wesentlich leichter gemacht, eben so eine Einführung auch abzubilden. Ja, und was wir eigentlich später da rausholen wollen, ist, dass wir mit dem Fundament, was wir in diesem Projekt erarbeitet haben, tatsächlich die Möglichkeit haben, heute die Strukturierung, die Auswertung der Daten, die Analyse nutzen können, um tatsächlich unseren jetzigen bestehenden Betrieb in der Form weiter zu gestalten und tatsächlich über Dashboards, über Abfragen, über wirklich entsprechend, entweder sind das Echtzeitabfragen oder tatsächliche immer wieder aufrufbare Varianten für die einzelnen Bereiche. Das kann sowohl Produktionsplanung sein, das kann die Beschaffungsplanung sein oder auch eben die Preisgestaltung, also vertriebstechnische Parameter können damit entsprechend versorgt werden. Das heißt, wir haben jetzt an der Stelle die Grundlage erarbeitet, um zukünftig Werkzeuge zu implementieren, die einfach frei verfügbar sind. Das ist heute Business Intelligence Tools, BI-Tools, die in irgendeiner Form uns tatsächlich helfen und mittlerweile auch schon weitergehende Systematiken, die als Lösungsanbieter uns da weiterbringen können. Wir planen eine komplett neue Fertigung für eine ganz andere Branche, für einen ganz anderen Bereich und können genau diese Auswertung und diese Struktur von vornherein dort applizieren. Das heißt, wir haben letztlich, wir fahren mit der gleichen gewonnenen Transparenz, die wir über dieses Projekt gewonnen haben, gleich schon in die neue Planung einer neuen Fabrik eigentlich rein. Das macht das eigentlich ganz interessant und das ist eigentlich das, was wir jetzt auch abbilden. Nach dem Projekt, was tatsächlich auch eben durch die Förderung in Digital in NRW abgebildet gewesen ist, sind wir dann nochmal, wir haben den Ball nochmal nach Abschluss des Projektes aufgenommen, haben gesagt, wir setzen uns nochmal zusammen und bringen eigentlich nochmal die Möglichkeit auf, und das ist auch von Ihnen aufgenommen worden, vom Fraunhofer IEM, dass man sagt, wie weit können wir da gehen an der Stelle, wenn wir jetzt sagen, wir wollen die Werkzeuge für Sie wirklich mal schärfen und wirklich mal in die Praxis setzen. Und das sind Projekte, die jetzt, oder wir starten im Grunde die nächste Variante und wir haben das vor, um tatsächlich zu sagen, das nächste Förderprojekt, das sind Transfergutscheine in irgendeiner Form, da gibt es also die Instrumente, die das für so ein Unternehmen tragen, um das Ganze dann weiterzuentwickeln und uns wirklich dann wirklich die Werkzeuge in die Hand zu geben, mit denen wir dann weiterarbeiten können. Da steht dann das Fraunhofer IEM tatsächlich als ein meines Erachtens tief integrierter, mit einer sehr hohen Prozesseinsicht vorhandener Dienstleister zur Verfügung. Und das ist eigentlich das, was es jetzt im Grunde spannend macht, wo wir als nächstes die Herausforderung sehen, wo wir dahin möchten. Also das ist für uns als Unternehmen, schließt sich da an der Stelle jetzt
mit der Wirtschaftsförderung zusammen der Kreis, das, was Herr Finnemeier uns damals an die Hand gegeben hat, an Möglichkeiten, an Fördermitteln, an Elementen, die einen weiterbringen können und die einen da tragen können. Und auch die Kontakte, die Netzwerke, die er da abgebildet hat, das sind genau die Elemente, die heute einfach wieder weitergreifen und die das nächste Projekt einfach wieder tragbar und darstellbar machen. Wir haben kaum personelle Ressourcen da reingebracht. Wir waren also wirklich, und wir haben außergewöhnlich viel Freude davon abgeleitet, in der Art und Weise, wie das eben dargestellt wurde. Wir waren jedes Mal, immer wenn wir so, wir haben uns alle 14 Tage getroffen, das hat einen riesen Impact gegeben und eigentlich die Sicht auf die, unsere Prozesse und unsere Wertigkeiten hier unheimlich viel weitergebracht. Und das darf man auch als kleines Unternehmen einfach mal abbilden, dass man sagt, ich stehe jetzt vor dem Fraunhofer, das ist vielleicht eine Rieseninstitution. Nein, das ist einfach die Art und Weise, wie professionell da rangegangen worden ist, hat das einfach unheimlich viel Freude gebracht. Dann darf ich einfach mal jetzt an Frau Wüstorf weiterleiten, die dann das Projekt einfach in der Form mal so in den einzelnen Sachen oder in den einzelnen Details dann vorstellt. Gerne. Ja, vielen Dank nochmal für den Einblick, Herr Willig. Und genau, auch von unserer Seite war das eine sehr gute Zusammenarbeit. Ich würde dann jetzt nochmal auf das Projekt selber eingehen, würde da als erstes nochmal die Zielsetzung des Projektes skizzieren. Ausgangsbasis sind, wie ja schon angesprochen, die verfügbare Datenbasis. Und das Ziel im Projekt war es, als im ersten Schritt erstmal Transparenz über diese Daten zu schaffen und Wissen abzuleiten. Dieses sollte dann die Grundlage bilden für weitere Optimierungsaktivitäten. Und da standen im Projekt besonders die beiden Bereiche Reihenfolgeplanung und Preisgestaltung im Fokus. Drittes Ziel ist außerdem im Projekt gewesen, ja, der Transfer der Erkenntnisse auf das zukünftige Fertigungssystem, welches Sie ja gerade auch schon erwähnt hatten. Um diese Ziele zu erreichen, haben wir ein mehrschrittiges Vorgehen gewählt und haben erstmal ja im ersten Schritt das Domain- und Datenverständnis aufgebaut. Im Zuge dessen haben wir einmal uns den Auftragsabwicklungsprozess angeschaut, haben da ein Omega-Prozessmodell entwickelt, welches gerade auch auf dem Bild zu sehen war, die Workshop-Szene. Dann haben wir das Ganze nochmal mit der Datensicht verknüpft und die Datenlandkarte entwickelt und haben schließlich auch nochmal einen Einblick in die verschiedenen Produktvarianten und das Produktportfolio gewonnen. Genau, wie bereits gesagt, wir haben gestartet mit dem Omega-Prozessmodell und haben uns hier den Auftragsabwicklungsprozess angeschaut, haben hier auch wieder eine semiformale Modellierungssprache genutzt, um den Prozess entsprechend abzubilden und eine Struktur da reinzubringen. Den Vorteil hat es zum einen, dass es trotzdem noch intuitiv verständlich ist und auch der Detaillierungsgrad bedarfsgerecht angepasst werden konnte. Ich denke, das war auch ein sehr zentrales Dokument, was wir da am Anfang entwickelt haben, was auch weiter für weitere Optimierungsaktivitäten und auch für alleine Kommunikationszwecke im Unternehmen genutzt werden kann. Im Rahmen der Analyse haben wir dann auch nochmal aufgedeckt, dass der Prozess weitgehend automatisiert ist und an vielen Stellen bereits durch IT-Systeme unterstützt wird. Was wir hier auch schon festgestellt haben, war der Prozess der Reinigung oder die Reinigungsprozesse, welche im Rahmen der Fertigung für einen zentralen Komplexitätstreiber darstellen. Um das Ganze dann auch nochmal mit der Datensicht zu verknüpfen, sind wir noch einen Schritt weitergegangen und haben die sogenannte Datenlandkarte entwickelt. Hier haben wir den zuerst aufgenommenen Prozess, welcher im oberen Bereich durch die grauen Prozesspfeile nochmal dargestellt ist, mit den entsprechenden IT-Systemen und IT-Objekten in Verbindung gebracht. Die verschiedenen IT-Systeme sind in diesen farblich hinterlegten Bereichen dann aufgeteilt und entsprechend die IT-Objekte sind dort in den Prozessschritten, wo sie auftauchen, vermerkt. Um das Ganze nochmal eine Ebene tiefer zu legen, sind wir dann auch noch auf die einzelnen Datenpunkte in den IT-Objekten gegangen. Diese sind jetzt in dem unteren Bereich dargestellt. Und auch hier sieht man zum einen, der Prozess ist an vielen Stellen schon von IT-Systemen unterstützt und es gibt auch viele Verknüpfungen. Wir haben auch entsprechend die Informationsflüsse identifiziert und konnten relativ viele Informationsübergänge zwischen dem ERP und unternehmensspezifischen MES-System identifizieren. Im nächsten großen Schritt, Chargenpooling und Reihenfolgeplanung, haben wir uns
mit der Thematik der Produktionsplanung und Reihenfolgeplanung beschäftigt, haben hier als erstes aufgrund der Datenbasis heuristische Planungsregeln abgeleitet, nach welchen die Aufträge in der Produktion in eine Reihenfolge gebracht werden können. Dann sind wir übergegangen zu datenbasierten und automatisierten Analysen, haben hier zum einen die Zustandsautomaten bzw. Zustandsdiagramme genutzt und dann auch noch weitere statistische Auswertungen zu den verschiedenen Artikelgruppen und Reinigungsaufwänden. Auf letztere beiden möchte ich nochmal eingehen. Ich fange einmal an mit der Reinigungsstatistik. Hier haben wir uns auch basierend auf der vorhandenen Datenbasis die unterschiedlichen Artikel angeschaut und haben hier verschiedene statistische Auswertungen gemacht. Das Besondere hier auch, wir konnten auf die Maschinendaten aus der Leitebene zurückgreifen und konnten hier halt wichtige Grundlagen schaffen, auch für weitere Aktivitäten im Bereich Business Intelligence und weitere Prozessoptimierungen. Genau, außerdem konnten wir auch noch aufgrund der großen historischen Datenbasis sehr weit in die Vergangenheit gehen mit den Analysen, konnten dort historische Analysen von etwa 4 Jahren durchführen, welche auch nochmal ganz andere Erkenntnisse in Bezug auf Trendentwicklung der verschiedenen, zum einen Produktionsressourcen, aber auch Artikel und Rückschlüsse darüber zugelassen hat. Hier haben wir auch als Anknüpfungspunkt die Herausforderung, diese Analysen, die wir jetzt im Projekt auf Basis von ruhenden Daten statisch durchgeführt haben, diese halt in die Unternehmensprozesse zu integrieren, zu dynamisieren und das beispielsweise in Form von Live-Dashboards dann weiterzutreiben. Als zusätzliches Werkzeug im Rahmen der Reihenfolgeplanung haben wir dann noch die Zustandsdiagramme verwendet. Diese bieten eine Möglichkeit, historische Produktionsvorgänge auch zu visualisieren. Und die kann man so verstehen, dass die verschiedenen Kreise, die in dem Diagramm abgebildet sind, entsprechend Zustände bedeuten und in unserem Fall dann für bestimmte Produktkategorien stehen. Die Übergänge von einem zum nächsten Zustand, diese werden durch Pfeile dargestellt. Und diese Pfeile können halt dann mit entsprechenden Informationen, die diesen Zustandsübergang respektive Produktwechsel näher beschreiben, detailliert werden. Das können beispielsweise Informationen sein zu der Häufigkeit dieser Produktwechsel oder auch zu den Zeitaufwänden, die mit diesem Produktwechsel dann verbunden sind. Hier konnten wir auch wieder auf die sehr umfangreiche und großhistorische Datenbasis zurückgreifen und konnten hier zum einen die Produktionsressourcen untereinander vergleichen und konnten diese hinsichtlich ihrer Spezialisierung analysieren und außerdem konnten wir auch noch typische Produktionsreihenfolgen in den historischen Daten identifizieren. Das waren unsere Analysen im Bereich Reihenfolgeplanung. Im zweiten großen Handlungsfeld der Preisgestaltung haben wir zuerst die aktuelle Preisfindung gemeinsam angeschaut und dort Optimierungspotenziale identifiziert. Und dann haben wir gemeinsam die Einflussfaktoren auf die Preisgestaltung gesammelt und sind dann noch dazu übergegangen, uns die Produktstatistik und die Verkaufsmengen genauer anzuschauen. Bei der Preisgestaltung haben wir einmal die Markt- und produktionsseitigen Einflussfaktoren auf den Verkaufspreis uns angeschaut und haben dann besonders aus dem Bereich der Produktion 2 zentrale Faktoren identifizieren können. Einmal die Komplexität der Fertigung und auch die Verkaufsmenge und die entsprechenden Produkteigenschaften. Darauf aufbauend haben wir uns dann entschieden, nochmal weitere datenbasierte Analysen des Produktportfolios durchzuführen und haben hier auch wieder auf hauptsächlich statistische Methoden auch zurückgegriffen, um das Produktportfolio nochmal zu analysieren, bestimmte Artikelgruppen und Eigenschaften uns anzuschauen und das entsprechend dann mit den Verkaufsmengen in Verbindung zu bringen. Das war nochmal ein guter Überblick über das Produktspektrum, welcher dann auch weitere Optimierungsaktivitäten anstoßen kann, sowohl im Bereich Vertrieb, aber auch im Bereich der Beschaffung. Außerdem ist das auch nochmal eine interessante Analyse gewesen, welche man wieder verknüpfen kann mit den Analysen der Reinigung, um auch dann strategische Analysen des Produktportfolios durchzuführen.
In unserem letzten Schritt Übertragbarkeit haben wir uns vor allem dann auch mit dem neuen zukünftigen Fertigungssystem beschäftigt. Hier haben wir zuallererst eine strukturierte Analyse der Gemeinsamkeiten und Unterschiede zum einen der aktuellen Fertigung und der zukünftigen Erweiterung durchgeführt und haben dann gemeinsam die Best Practices aus dem Projekt gesammelt für die verschiedenen Bereiche und Handlungsempfehlungen zusammen formuliert. Ich würde einmal noch mal kurz das Projekt in Kürze zusammenfassen. Die Ausgangslage lässt sich wie folgt beschreiben. Im Fokus stand der Auftragsabwicklungsprozess, welcher bereits in weiten Stellen automatisiert und durch IT-Systeme unterstützt wird, sodass wir eine große Datenbasis hatten, auf die wir dann auch im Projekt zurückgreifen konnten. Und das Ziel war es, eben diese Datenbasis zu nutzen und da gerade in Bereichen der Produktionsplanung und Preisgestaltung weiterzutreiben. Unser Vorgehen lässt sich durch die vier Schritte beschreiben. Wir haben einmal erstmal die Prozesse, Produkte und IT-Systeme im Rahmen der Domänenanalyse uns angeschaut. Dann haben wir statistische Auswertungen des Produktportfolios durchgeführt und die Reinigungsaufwände analysiert und haben dann noch weitere Analysen der Reihenfolgeplanung, wie beispielsweise die Zustandsdiagramme, durchgeführt. Abschließend haben wir dann die Erkenntnisse aus dem Projekt in Best Practices überführt und weitere Maßnahmen und Handlungsempfehlungen abgeleitet. Als Benefits für das Unternehmen ist natürlich einmal die Transparenz zu nennen, die jetzt über die Daten und die Produktionsprozesse vorliegt. Dann konnten auch viele Elemente des Erfahrungsschatzes jetzt datenbasiert fundiert bestätigt werden. Außerdem bieten die datenbasierten Analysen auch eine Grundlage für weitere Optimierungsaktivitäten. Im Ausblick sind beispielsweise dann die Entwicklung von Dashboards, um diese statistischen Analysen auch in die Prozesse zu integrieren. Dann weiterführende Aktivitäten in Bezug auf die Automatisierung der Reihenfolgeplanung und dann als dritter Punkt noch die Planung des zukünftigen Fertigungssystems. Das nochmal so als Zusammenfassung zu unserem Transferprojekt. Und damit würde ich dann an den Kollegen Marco Schmidt übergeben für die Diskussionsrunde. Ja, vielen Dank, Julia. Wir möchten allen Teilnehmern jetzt die Möglichkeit bieten, mit Fragen auf uns zuzukommen. Herrn Billig oder aber auch die Kollegen Herrn Winnemeyer und Herr von Ensberg einfach zum Ablauf der Projekte zu befragen. Sie können sich einfach entmuten und ins Plenum fragen oder aber die Fragen in den Chat schreiben. Ich würde sie dann entsprechend platzieren. Fühlen Sie sich frei, egal was Sie interessiert, einfach an uns zu richten. Generell ist es natürlich ein sehr spannendes Projekt gewesen, sehr erfolgreich, eine Erfolgsgeschichte, und ich glaube, allgemein interessiert so die Voraussetzungen, die notwendig sind, damit das Ganze starten kann. Vielleicht einmal als erste Frage gestellt an Sie, Herr Billig, was war aus Ihrer Sicht so die Grundlage, und dann vielleicht da anhängend an Sebastian, was sind so üblicherweise die Anstiegspunkte für Unternehmen in ähnlichen Projekten? Also wenn ich das aus Sicht des Unternehmens oder vielleicht das des Unternehmers oder vielleicht des datenaffinen Lebensmittelproduzenten mal abbilde. Letztendlich ist die Ausgangslage oder der Anlass ist tatsächlich das Wesentliche an der Stelle, um in so ein Projekt zu kommen und das weiterzugeleiten, ist letztendlich einfach nur die Kontaktaufnahme, zum Beispiel mit eben der Wirtschaftsförderung, die uns tatsächlich da mit ganz viel Informationsmaterial versorgt hat und da einfach mal darauf zuzugehen. Ich weiß nicht, ob allen Beteiligten vielleicht hier im Kreis Gütersloh oder in Ostwestfalen-Lippe in der Form tatsächlich wirklich präsent ist, wie viele Möglichkeiten die Wirtschaftsförderung für uns darstellen kann und wie weit auch diese, wie gut zugeschnitten da Lösungen gefunden werden können, die auch für so ein ganz kleines Unternehmen wie uns oder vielleicht komplexere Varianten einfach abzubilden sind. Also das ist eigentlich die Ausgangslage für uns gewesen. Das geht erst los, wenn man wirklich sagt, nimm mal Kontakt auf und lass dich wirklich mal an die Hand nehmen. Ja,
steige ich vielleicht mal ein. Also die Ausgangslage kann so aus der Erfahrung heraus sehr, sehr unterschiedlich sein. Also wir hatten jetzt gerade bei Willig auch die Situation, dass die Datenverfügbarkeit schon sehr weit fortgeschritten war aus unserer Sicht. Also für den Data Scientist waren jetzt aus dem SCADA-System, also aus dem Maschinenleitstand, die Maschinendaten einfach in Verknüpfung mit den ERP-Daten einfach schon für uns fast auf dem Tablett serviert verfügbar. Das ist eine Sache, diese Ausgangslage hat man nicht bei allen Unternehmen. Also das haben wir in vielen produzierenden Unternehmen auch noch, wo man tatsächlich noch viel papierbasierte Informationen hat, wo es eben noch nicht digital verfügbar war oder verfügbar ist. Das, also generell kann man da sagen, im Mittelstand hat man eine sehr diverse Ausgangslage, also auch sehr diverse Reifegrade, was so diese Datengrundlage angeht. Dadurch sind natürlich auch die Einstiegspunkte unterschiedlich. Also wenn eben noch digitalisiert werden muss, wenn noch viele Papierdokumente vorliegen, dann muss natürlich erstmal die Datenbasis erschaffen werden. Wenn wir so einen Fall haben wie jetzt bei Willig beispielsweise, wo Daten schon gut bereinigt, gut zusammengeführt, verfügbar sind, dann kann man natürlich viel weiter einsteigen. Und ich glaube, den Punkt von Herrn Willig will ich auch nochmal aufgreifen, das festzustellen, dafür gibt es eben auch so Angebote wie von ProWirtschaft GT, wie von digitalen NRW, wo es eben Beratungsangebote gibt, diese Ausgangslage, also den Reifegrad im Unternehmen, erstmal niederschwellig festzustellen, auch ohne große Aufwände durch das Unternehmen. Und ich glaube, das ist ein guter Ausgangspunkt, um zu starten und zu entscheiden, ja, was ist jetzt als nächstes notwendig oder was ist auch als nächstes möglich in der Datenanalyse. Vielen Dank. Würde sich für mich die Frage anschließen, welche Herausforderungen stellten sich während des Projektes? Gab es Stolpersteine oder Themen, die erst noch aus dem Weg geräumt werden mussten? Also es ist ja letztendlich, ich übernehme das mal ganz kurz, es ist ja vielleicht auch auf den ersten Blick für einen Unternehmer im Tagesgeschäft oder für ein Unternehmen im Tagesgeschäft nicht unbedingt offensichtlich, welche Potenziale da gehoben werden können und was man überhaupt über eine vernünftige Auswertung strukturierter Daten tatsächlich gewinnen kann. Wir selber können sagen, so wie das Projekt gelaufen ist, gab es für uns an der Stelle, sobald in dem Moment, als wir an die Hand genommen wurden und das Fraunhofer IEM uns an die Hand genommen hat, gab es definitiv keine Stolpersteine, die uns da in irgendeiner Form da präsent sind. Also da können wir wirklich sagen, also das war wirklich für uns eine ganz, ganz smarte und ganz, ganz elegante Geschichte. Die ganze Interaktion war wirklich einfach. Hat kaum personelle Ressourcen gebraucht und war auch nicht in irgendeiner Form davon gezeugt. Wir haben jetzt gerade hier die Diskussion, dass irgendwelche Fragezeichen aufgetaucht sind, sondern die waren eigentlich nur ergänzend und wirklich bereichernd. Ja, vielen Dank erstmal für die Einschätzung. Hört man natürlich sehr, sehr gerne. Ich würde auch sagen, in der Zusammenarbeit lief es wirklich sehr gut. Auch vielleicht eine Herausforderung, mit der wir jetzt alle leben, ist, wir sitzen hier jetzt auch nicht vor Ort, sondern digital zusammen. Also wir haben einen Großteil der Workshops eben digital durchgeführt. Das war wirklich so der Zufall, dass den ersten Workshop haben wir tatsächlich noch vor Ort durchgeführt. Ich glaube, dann den letzten Workshop, den Abschlussworkshop, das war im September so die kurze Phase, wo es mal gut aussah, konnten wir dann wieder vor Ort durchführen. War für uns schon was Neues, muss man sagen, diese Workshops komplett digital durchzuführen. Hat aber auch sehr gut geklappt, würde ich sagen. Also da hilft die Digitalisierung jetzt nicht nur, um die Projekte zu starten, sondern auch dann durchzuführen an sich. Also das würde ich sagen, haben wir auch gemeinsam einfach gut gemeistert. Und dann geben sich natürlich in der Datenanalyse ganz konkret natürlich auch Hürden, die man aber vorhinein auch abschätzen kann. Also das sind dann so Arbeiten, die man beispielsweise in die Datenvorverarbeitung reinstecken muss, wo vielleicht mal einzelne Schreibweisen in den Tabellen mal zu Unterschieden führen kann. Das sind aber eigentlich typische Vorgänge der Datenvorbereitung, die natürlich auch einen gewissen Aufwand bedeuten, den man als Data Scientist halt im Backend macht. Also das macht man im stillen Kämmerlein sozusagen, diese Aufbereitung. Würde ich jetzt aber auch gar nicht so als Herausforderung sehen. Das ist so eine Sache, die einfach zu diesem Gesamtprozess dazugehört, die nur in den meisten Fällen gar nicht so sichtbar ist.
glaube auch, dass das Grundverständnis vielleicht auch von der Datenanalyse vielleicht auch für den dann hilft an der Stelle, einfach um das Wording zwischen den Partnern einfach so ein bisschen eleganter abzubilden, oder? Ja, das ist nochmal ein sehr guter Punkt. Also das ist auch so aus der Erfahrung, mit wem man spricht, kann man durchaus vor allem an diesen Kommunikationsschwierigkeiten scheitern. Also man spricht unterschiedliche Sprachen und da helfen dann eben auch solche Tools wie diese Omega-Modellierung, die wir beispielsweise gesehen haben, dass wir auch, obwohl wir natürlich schon erste Kontakte mit der Lebensmittelindustrie haben, aber wir sind jetzt keine Experten der Lebensmittelindustrie, keine Fachexperten, aber diese Kommunikation kann man eben durch solche Hilfsmittel relativ einfach überbrücken. Ich denke, das können wir schon zusammenfassen mit: der Einstieg ist einfach und machbar. Herr Willig, vielleicht nochmal direkt an Sie gefragt. Hinsichtlich Mehrwert, ist dieser quantifizierbar? Ist das greifbar? Kann man das benennen? Ja, wir haben so ein bisschen spekulativ einfach, da sind wir auch hergegangen, haben gesagt, wir sind ja jetzt noch an dem Punkt, wo wir das Projekt wirklich in Werkzeuge umschmieden sozusagen. Tatsächlich ist das so, dass wir diese Planungselemente, die heute als Auswertungsgrundlage strukturiert vorliegt, so wie wir das erarbeitet haben, Grundlage sind, um tatsächlich Planungselemente in unser neues Warenwirtschaftssystem einfließen zu lassen. Die vorher angewendeten IT-Tools oder Software-Tools, haben das in der Form nicht hergegeben. Die waren zwar zur rudimentären Datenanalyse waren die teilweise geeignet. Das, was wir heute haben, ist ein komplexes System. Das ist Microsoft Dynamics NAV. Das ist ein sehr integriertes und sehr komplexes Programm. Und da bietet sich über die strukturierte Analyse, die wir jetzt vorliegen haben, bieten sich jetzt die Möglichkeiten, da jetzt ganz besonders in der Beschaffung und in der Produktionsplanung tatsächlich ein Abbild zu schaffen. Wir haben das rundum quantifiziert, das ist ein sehr grober Überschlag, aber wir können für unser kleines Unternehmen davon ausgehen, dass so komplex wie unsere Abläufe, die werden immer komplexer, dann tatsächlich dann auch ein Personenäquivalent tatsächlich abbildbar ist. Das ist die Oberkante für uns, wenn das wirklich alles ineinander greift, das ist aber vielleicht auch eine Zielgröße, aber da geht so die Reise hin. Wenn ich das mit 22 Mitarbeitern abbilde, bei komplexer werdenden Prozessen, ist das für mich schon mal eine Hausnummer, wo ich sagen kann, das ist eine effizientere und eine wirklich quantifizierbare Größe. Ja, vielen Dank für die Einschätzung oder Abschätzung an der Stelle. Wir haben noch 2 Minuten, noch einmal in die Teilnehmer gefragt. Gibt es Fragen? Aktuell im Chat sehe ich auch nichts. Da würde ich jetzt vielleicht nochmal die Frage an Matthias und Bastian stellen. Wie würde denn so ein Pfad aussehen, um ein solches Projekt zu starten? Also wie kann man das Ganze initiieren, wenn man da jetzt Geschmack dran gefunden hat? Sebastian, soll ich wieder anfangen? Gerne, ja. Genau, also ich hatte es eben schon. Also ich glaube, es ist alles gesagt, um es ganz platt und kurz zu formulieren. Es tummelt sich unglaublich viel Gutes, gerade in Ostwestfalen-Lippe, irgendwo mit dem Oberthema Digitalisierung, Veranstaltungen, Branchennetzwerke, IHK, wir als Wirtschaftsförderung, wir sind viel unterwegs, gemeinsam mit den Netzwerken digitalen NRW etc. pp. Der letzte Schritt muss tatsächlich dann an der Stelle vom Unternehmen kommen. Wir sagen immer am Ende dieser Veranstaltung, nehmen Sie gerne Kontakt auf. Das ist so platt formuliert, die Botschaft. Nehmen Sie wirklich den Telefonhörer, die Mail in die Hand und los geht's. Also man muss das wirklich so salopp und platt formulieren. Der letzte Schritt muss dann tatsächlich vom Unternehmen kommen. Das kann ich dazu beantworten. Ja, also ich glaube auch, wir haben schon viel gesagt. Also die verschiedenen Institutionen, verschiedenen Organisationen bieten ja Formate an. Also digitalen NRW unter dem Deckmantel, das jetzt auch läuft, hat ja auch diesen ganzen Transfer, den Wissenstransfer in diesen 5 Schritten strukturiert. Das sind eingangs solche Vorträge, wie wir sie jetzt hier vor Ort haben. Das sind aber auch Potenzialanalysen beim Unternehmen vor Ort, die auch noch gefördert sind. Das heißt, ohne weitere Kosten verbunden sind fürs Unternehmen, wo man den Übertrag schon mal macht, nur sehr konkret im Unternehmen mal analysiert und schaut, was ist denn möglich, was ist notwendig als nächste Schritte.
Und die Kette geht hin bis zur höchsten Stufe, was wir jetzt hier gesehen haben, wirklich in ein Projektgeschäft zu gehen. Auch hier sind natürlich geförderte Formate möglich, aber auch natürlich direkt in den Austausch mit den Forschungseinrichtungen zu kommen, ist, glaube ich, auch ein guter Punkt, den man durch diese Netzwerke hat. Also wenn man ganz spezifische Expertise benötigt, hat man durch die nächsten Netzwerke jetzt nicht nur das Fraunhofer IEM, wir haben in Bielefeld, die Uni Bielefeld, in Lemgo die Kollegen auch von Fraunhofer, so dass wir hier die verschiedenen Experten haben, die eben vernetzt, also über diese Netzwerke wie digitalen NRW, wie IPSOWL dann eben auch gezielt kontaktiert und einbezogen werden kann in die Projekte. Ja, perfekt, vielen Dank. Damit haben wir eine Punktlandung. Ich würde noch einmal in die Runde fragen, gibt es Fragen an die Beteiligten? Ansonsten bedanke ich mich für ja, eure interessanten Beiträge und Diskussionen jetzt am Ende und würde sagen, verabschiede im Namen aller. Ich sag mal, ich glaube, wieder ins Plenum geht das, ne? Ich habe jetzt gerade nicht den Überblick. Genau, 16.45 Uhr gibt es nochmal einen Vortrag von Herrn Rotter von Intelligence weiterempfehlen. Ja, vielen Dank für Ihr Interesse. Ja, vielen Dank. Ja, von meiner Seite nochmal vielen Dank für die Teilnahme und das Interesse.